Hallo, heute habe ich mal ein Anfang-Map gespielt. Dabei versucht der Map-Ersteller, mich so häufig wie möglich reinzulegen, also Minecraft zu töten. Werde ich die Map schaffen oder alles verlieren und aufgeben? Genau das erfahrt ihr in diesem Video. In diesem Video stecken auch über 10 Stunden Arbeit. Wenn ihr also mehr davon sehen wollt, dann lasst ein Like da und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, auch ein Abo. Schreibt außerdem in die Kommentare, ob und wie oft ich sterben werde und kommentiert natürlich auch geschriebene Kommentare. Außerdem vielen Dank für euren Support und das positive Feedback auf das letzte Video. Damit hätte ich eigentlich null gerechnet. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein ins Video. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute werden wir mal eine neue Anfang-Map spielen. Und ich bin mal gespannt, ob ich dabei komplett ausrasten werde oder ganz gechillt bleiben werde. Ihr werdet es gleich sehen. Die letzte Anfang-Map, die wir gespielt haben, war richtig geil. Aber ich weiß nicht, ob die vom gleichen Creator war. Ich glaube nämlich nicht. Aber, ja. Open the barrel. Das ist doch schon wieder sowas von obvious, dass da gleich der Bogen oder so weggeht. Ich hab's gecallt. Aber, hey, guck mal hier. Hier geht's rein. Oh, geil. Muss ich nur den Einsatzjump schaffen und sagen nur so. Ich glaube nicht, dass das geplant war. Als ob hier nicht irgendwas passiert. Kann man hier irgendwo. Kann ich irgendwie mit interagieren vielleicht? Nö. Das wäre so meine Vermutung gewesen. Dann müssen wir vielleicht wieder hier unten hin. Also mal hier rein. Hier gehe ich das Loch auf. So, und jetzt muss ich das hier nur schaffen. Auf Ansage, irgendwas wird gleich passieren, ich werde sterben. Interesting Emerald. Ja, das habe ich mir gedacht. Was ist jetzt, wenn wir den Key in die Hand nehmen und den jetzt einfach mal da reinlegen? Und erst kurz mal Inventar durchchecken, dass er ja nicht liegt. Nein. Müssen wir das Ding eventuell da oben in die Kiste reinlegen? Nein. Ich werde es mir jeden Slot durchprobieren. Ich denke mal zwar nicht, dass es was bringt, aber man weiß ja nie. Nein, es bringt nichts. No way. Die Lösung hätte so einfach sein können und wir waren sogar schon so nah dran. Ich habe es mir schon fast gedacht. Mann! Es hätte so einfach sein können. Wir müssen uns einmal den Key hier nehmen. Und da ich das jetzt einen Key haben, können wir hier hoch. Also wir müssen hier rein, okay. Es gibt halt keinerlei Checkpoints, soweit ich den Map-Auto verstanden habe. Da will ich vielleicht mal probieren, hier reinzugehen. Und nein, das hat nicht geholfen. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht killen können. Ich glaube, der ist immer so stark. Ob ich da nicht recht. Warte mal, ich muss damit irgendwas mit diesem Key wahrscheinlich machen. Key hoch und fallen wir direkt in die Lama rein. Zack, jetzt hier rüber. Hier hin. Also ich habe diesen ganzen Block hier Zeit, diese ganze Blockreihe Zeit.
Also ich kann ja hier nirgendwo mit interagieren. Wait. Guck mal, ich habe hier ein Emerald für dich. Hä? Ist es doch nicht die Lösung? Also, Emerald. Muss ich beides vielleicht in die Lava reinschmeißen? So, wir rennen erstmal hierher, komm. Renn hierher, renn hierher, renn hierher. Nein, das hat nichts gebracht. Er will noch Emeralds. Er sagt, I love. Nee, aber er will nur grüne Emeralds haben. Er will nur grüne Emeralds haben. Hm. Er will nur einen grünen Emerald haben. Er will nur einen grünen Emerald haben. Ich habe aber keinen grünen Emerald. Kann ich die vielleicht im Crafting kombinieren irgendwie? Nee. Hm. Zuwerfen? Auch wenn ich noch nicht ganz verstehe. Ich meine, ich komme jetzt nach hier, hier, dorthin. Und jetzt muss ich hier runter, muss mir den Emerald hier nehmen und ihm die Emerald in die Fresse geben. Aber es gibt jetzt gleich keine Möglichkeit, hier irgendwo hochzukommen. Nein, scheint nicht so. Wait. Wann habe ich den Key bekommen? Kann es sein, dass ich nicht auf halb Slabs stehen darf? Also ich darf bis nach hier hin. Wenn ich dort hingehe, gut, wenn ich Jump auch mal schafft. Sobald ich hier hingehe, bin ich... Nee, hier noch nicht. Sobald ich hier hingehe, bin ich tot. Zack. Also, wir nehmen uns jetzt hier den Key aus der Truhe. Wir gehen nach dorthin, wir gehen nach dahin, wir gehen jetzt hier hoch und springen hier wieder runter. Jetzt holen wir uns hier den Emerald, schmeißen ihm den entgegen, kriegen im Gegenzug unseren Schlüssel, können so machen. Bisher passt noch alles. Hier dürfen wir nicht drauf, hier hoch, dort hoch, dort hoch, dort hoch. Okay, ich darf nicht da oben drauf. Das ging. Einmal drauf werfen, einmal interagieren, Feuerkick Damage mitnehmen. Nein, das scheint nicht geklappt zu haben. Ja, moin! Auf Ansage, es wird nicht der Knopf sein, weil er viel zu offensichtlich ist. Der Knopf wird mir helfen, ich wusste es. Der wird mich umbringen. Nein. Secret Door Unlock, genau. Ich sterbe, wenn ich die Tür öffne. Chest ist locked. Aber wir haben den Key. Ich muss aber wahrscheinlich jetzt hier irgendwo den Key. Ich. Nein! Und ich fall aus der Welt. Also ich darf mich nicht hier draufstellen. Dann sterbe ich. Ich breche mich mehr ein.
Worin? Also wenn der Killer den Aerodach endlich rausnehmen. Ja, das bringt eigentlich nichts. Okay. Okay, was ist da gerade passiert? Hasse dich so sehr. Nein! Ist der Trick, dass ich auf der Kiste draufstehen muss? Ja, der Trick ist, ich muss auf der Kiste draufstehen. Dorthin, dann bis nach dorthin. Okay, bis zu der. Dann bis zu dem Rand und dann noch bis zu dem Emerald Block. Okay. So schwierig ist der Path gar nicht. Also hier. Dort. Auch wieder 1, 2 nach vorne. Jetzt gehe ich, bis ich hier bin. 1, 2 nach vorne. Jetzt geht der bis nach hier. 1, 2 nach vorne. Und jetzt noch hier rüber, bis ich hier stehe. Und ab hier bin ich dann safe. Nice. Ich sag gleich, wird einer von denen disappearen. Okay. Wasser wird mich wahrscheinlich töten. Deswegen gehe ich mal. Frage, was muss ich hier machen? Also hier komme ich gefahrlos rein. Aber sobald ich irgendwas Rotes oder Grünes touche, bin ich tot. Warte mal, wenn ich hochspringe. Warte mal. Ich bin gerade aus dem Wasser wieder rausgesprungen. Und dann hat sich da was verändert. Hä? So. Jetzt aber. Nein. Zum Glück habe ich mir einen Checkpoint gesetzt, dass ich mal hier oben hin kann. Weil ich einfach es nicht schaffe. Ich habe gerade auch ein bisschen im Survival, also im Singleplayer trainiert. Jumpscares bekommen. Ach, das wäre was geworden. Tut mir leid, dass ich jetzt cheater, weil ich habe einfach die Map aufgegeben. Ich bin einfach zu schlecht an sowas, deswegen verzeiht es mir, dass ich den Jump'n'Run Part halt skippen werde. Aber ich nehme jetzt schon seit über 2 Stunden hier auf, also. Jump ist doch nicht möglich. Das kannst du mir nicht erzählen, dass der möglich ist, Alter. Ich hab's geschafft. Let's go. So, jetzt bin ich auch hier mal ein Checkpoint gesetzt. Aber um das Jump'n'Run zu skippen. Darf ich... Nein. So. Also, ich darf hier hin. Hier lang? Ja. Was hier drauf? Kann ich ihn. Jump müsste eigentlich möglich sein. Komm ich hier außen? Nein, hier. Also. Hier lang, da lang, da lang. Hier lang? Ich habe keine Emeralds. Und da war nichts drin und da war auch. Komm, Junge! Oh. Okay, so leicht wäre es gewesen. Ich meine, eine Tür gewesen. Wow. Ist jetzt hier irgendwo was versteckt? Also wenn ich hier, werde ich einmal... Warte mal, hier, warte, hier hinten ist was. Oh, dachtest du, dass du mich so leicht kriegst, oder? Ah, die schöne Jump, bitte. Oh, anders noch was? In der Lava irgendwo? Ein Button, den man klicken kann oder so? Irgendwas, was man schlagen kann? Okay.
Und jetzt? Ja. Ich glaube nicht, dass das die richtige Lösung ist. Wenn ich das hier mal sehe. Also was Inventar ist, weil legit das Inventar. Das, was ich die gesamte Zeit gedacht hatte, dass das wäre. Jetzt hier rein. Pick mal hier alles ab. Zack. Man hätte drauf kommen können. Man hätte legit drauf kommen können. Dreier Jump easy. Muss ich mein Totem reinschmeißen? Nein. Ey, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Und hoch und hier hoch. Zack. Muss ich hier was schlagen? Nö. Das war's. Das war das Ende. Okay, nice. Ja, okay, geile Map, muss man einfach sagen. Aber würde ich nicht nochmal spielen. Wenn ihr die Map auch mal spielen wollt und auch mal sehen wollt, wie gut ihr euch vielleicht schlagt, wobei ihr habt das Video jetzt wahrscheinlich schon alle gesehen, also. Aber falls ihr auch mal Lust habt, diese Map euren Freunden zu geben, dann schaut gerne in die Videobeschreibung, da ist die Map verlinkt. Und da würde ich sagen, ich habe schon lang genug Zeit mit dieser Aufnahme verschwendet, deswegen lasst gerne ein Like da, kommentiert gerne und kommentiert natürlich auch, kommentiert die Kommentare. Ich meine, ich hatte euch am Anfang des Videos ja als Aufgabe gegeben, ihr sollt mal reinschreiben, wie viele Versuche ich brauche. Kommentiert einfach mal unter anderen Kommentare, ob sie richtig lagen oder so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald im nächsten Video wieder. Nächste Woche Sonntag. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.